Hallo zusammen, da bin ich wieder, euer Matze. Ich habe heute noch keinen Sport gemacht, deswegen mache ich jetzt einfach mal für mich nur zwei Tabatas hintereinander und habe mir gedacht, ich nehme die einfach mal auf. Vielleicht lernt ihr was, vielleicht machen die euch auch Spaß. Ihr könnt dann einfach auch mitmachen. Ich fange direkt an. Beim ersten Tabata stelle ich euch kurz die Übung vor. Beim ersten ist ganz einfach: linker Punch, rechter. Umgekehrt natürlich. Wenn ich linker Punch sage, muss natürlich links kommen. Linker, rechter, linker Ellbogen, rechter Ellbogen. Uppercut, Uppercut. Erste Übung. Punch, Punch, Elbow, Elbow. Ich muss jetzt auch schon überlegen, beim Warmmachen. Also ganz ruhig bleiben. Zweite Übung, Arm hoch. Ihr kennt die Übung schon. Sidekicks. Dritte, ist dann ganz einfach Full Plank, gerade für die Arme, um die nochmal zu erwärmen. Und die vierte ist dann Reverse Plank. Viel Zeit verlieren, lasst den Timer wieder mitlaufen. Das heißt, ihr könnt auch direkt starten. Wenn ihr noch nicht so weit seid, drückt einfach kurz auf Pause oder stellt einfach mit ein. Ansonsten wünsche ich euch schon mal viel Spaß und fangt an. 3, 2, 1. Der eine muss auch gut überlegen jetzt hier. Viel schneller kann ich auch nicht. Wieder zwei machen. Und den ersten mache ich meist ein bisschen ruhiger. Und nicht ganz so viel Kraft. Wir verlieren 6 Sekunden. 4. Und gut. Full Plank. Bisschen Luft holen, ausruhen. 5 Sekunden. Alles noch gut. 2 Sekunden und. Atmung kontrollieren, dass ihr dann wieder jeden Bereich eures Körpers spürt. Noch 3, 2, 1. Gleich runter drehen, Position finden, dann könnt ihr dann nämlich durchatmen und wenn es pfeift, hochgehen. Auch hier wieder Position bin ich richtig. Mit den Händen auch parallel. Noch 7, würde ich sagen. 3. Und wieder hoch. Fangen wir an mit Punches. Ellbogen und Uppercut. 3, 2, 1. Und erstmal wieder reinkommen. Stellt euch euren Chef vor, der euch liefert. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich mir gerade meinen Chef vorstelle. Ich habe da keinen. Hui. Schön. 4, 2, 1 und ab. Letzter, Reverse.
Da ist rum. Vielleicht muss ich kurz auf den Boden sitzen. Erster Tabata ist rum. Gut, ich mache jetzt eine Minute Pause, trinke was. Und jetzt stelle ich euch gleich die nächste Übung vor und dann geht es weiter. Gut, ich stelle euch direkt die nächsten vier Übungen vor. Für das nächste Tabata, den ersten, machen wir mal Frontkicks, rechts. Frontlunges rechts, Arme hoch, beim Zurückgehen versucht den Kick nach hinten zu machen. Ja, von der Seite, nach vorne, kontrollieren, ja, dann direkt einen Seitenwechsel. Das werden wir links hinterher machen. Gerade hier erstmal langsam kontrollieren, Stand und dann mehr vor. Gut, das heißt, zwei Intervalle schon durch. Das dritte. Dann Liegestütze, immer mit Arm nach oben, also geht runter. Jetzt hier schön in die Streckung. Das kann ich auch schnell machen. Dann gleich auf dem Boden bleiben. Full Plank, ihr könnt jetzt darauf achten, dass die Hände schön dicht zusammen sind. Weil umso mehr Power habt ihr oben in den Schultern. Wollt ihr nämlich im Wechsel immer mit der Hand auf den Rücken fassen. Und dabei versuchen hier, den Rumpf nicht so weit rauszudrehen. Und so weiter wir mit den Händen draußen sind, umso mehr muss ich kippen, wegen dem Schwerpunkt. Ja, ganz klar. Ja, Physik. Und so könnt ihr dann auch schnell arbeiten. Für den zweiten Durchlauf, aber bei 5 und 6 dann keine Front-Lunges mehr, sondern gehen wir zurück. Also Back-Lunges. Und dann mit Frontkick. Okay. Gut. So, kurz Luft holen noch. Die Minute ist jetzt rum. Okay. Ich bin soweit. Ich hoffe, ihr auch. Wenn nicht, Pause. Ne? Ihr habt den Vorteil, ich nicht. 3, 2, 1 und erst zu. Wenn ihr noch einen Zwischenschritt braucht, gerade zum Anfang, ist nicht so schlimm. Und gut. Dann habe ich diese halt immer gleich gelegt, um zu halten. Den Kick, alles rein. 3, 2, 1. Lieber versuchen, immer langsamer zu trainieren und Gleichgewicht zu halten, weil die Geschwindigkeit kommt von ganz alleine. Ja, und ich soll die Tabata so eine Weile machen, um euch zu steigern. Gerade die Muskeln, die ihr auch damit trainiert. Ja, weil nur durch ständige Wiederholung trainiert ihr das ja aus, wie beim Arbeiten. 2, 1 und runter. Und achtet hier drauf, dass ihr erst Tempo geht, wenn ihr wirklich den höchsten Punkt auch erreicht. Gut. Knie kurz runter. Gleich geht's weiter. Stabilisieren, halten. Und letzter. Backkicks. Entschuldigung, Backlunches mit Frontkick natürlich. Und ab geht's. Gleichgewicht halten. Zehn. Muss ich auch Knie absetzen. Wisst ihr? Gut, Geschwindigkeit reingenommen, gleich Gewicht verloren. Ja, ich übe ja auch noch. Andere Seite.
meine starke Seite ist. Also eindeutig links, im Stehen bin ich besser. 2, wieder runter. Und sie wird nur noch 2 durchstehen. Ja? Da muss man richtig fertig machen. Unglaublich schwer. 3 Sekunden noch, letzte Übung. Und ab. Powert euch noch nicht gleich aus. Geht noch 10. 6. Und gut. Ciao, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis bald.